Mein Italienisch ist nicht so gut, deswegen muss ich jetzt gleich wieder abdrehen. Ja, wer sagte letztens zwar einer, wieso spielt er so einen neumodischen Kram, wenn er am 16 vor, dann muss ich ihm erstmal sagen, dass dieses Stück auch schon über 50 Jahre alt ist. So schnell vergeht die Zeit. Bevor wir gleich zur Pause kommen, gibt es noch ein Stück klassischer Mandolinmusik, und zwar von Giacomo Sartori geschrieben, ein Komponist aus Italien, wie der Name schon verrät. Und der hat auch die Titel seiner hauptsächlich Konzertwalzer, die er geschrieben hat, auch in Italienisch verfasst. Und Tramonto heißt also das nächste Stück, was also nichts anderes als Sonnenuntergang heißt. Noch ist es nicht so weit, noch scheint die Sonne. Wenn wir nach ca. 10 Minuten den Konzertwalzer beendet haben, haben Sie die Gelegenheit, die durstigen Kehlen ein bisschen aufzufrischen. Dort im Foyer gibt es Getränke. Wer noch unbedingt ein Lungenbrötchen haben möchte, das gibt es, glaube ich, draußen dann vor dem Haus. Uli, du kennst dich da aus, ist auch immer Sprecher, ne? Ansonsten sehen wir uns dann nach einer viertelstündigen Pause gleich wieder. Aber erst spielen wir noch einen.